Das finde ich halt ein bisschen... bisschen doof, dass wir die Sachen hier nicht nehmen können. Was ist denn, wenn wir das zerstören? Wie viel kostet das Bett? Kriegen wir alles einfach wieder, was wir hier, brauchen, oder wie? Einfaches Bett. Wir kriegen alles wieder anscheinend. Ja gut, dann... ja, das will ich noch nicht zerstören. Schurikenstall lassen wir auch mal. Das packen wir da rein. Ja, das können wir auch zerstören. So, dann wollen wir mal. Garten. Können wir den größere schon bauen? Ne, da brauchen wir Keramik für. Okay. So. Wie war das nochmal? Wie können wir drehen hier? So. Da. Dann müssen wir wieder ein... nee, das war das nicht. Das war... hallo. Das war das Bett. Brauchen wir. Wäre auf jeden Fall, ne? Praktisch eins zu haben. Auch wenn ich das bis jetzt noch nie benutzt habe. Truhen brauchen wir auf jeden Fall. Aber uns fehlen jetzt Nägel. Wir kriegen also doch nicht alles. Naja, wir haben keine Truhe zerstört, ne? Ja gut, habe ich nichts gesagt. Wir haben keine Truhe zerstört. Dann kriegen wir natürlich nichts raus. Produktion. Die hatten wir auch zerstört. So, bauen wir da hin. Das war... ah, ja, natürlich auf jeden Fall, okay. Ich bin gebrochen. So, ach komm. Wir machen jetzt erstmal die Wände hier fertig. Ja. Also sieht schon aus, ne? Sieht schon aus. So, wir haben keine Pappe mehr. Das ist tragisch. Baumenü einmal schließen, weil hier ist immer Pappe. So. Geht das eigentlich, wenn wir die Sachen einfach nur bei uns reinwerfen, dass wir damit bauen können? Das wäre interessant. Werden wir mal herausfinden. Das werden wir mal herausfinden. So. Nee, geht nicht. Baumodus verlassen. Ach, Karl, du stehst hier dumm. Du stehst hier wirklich dumm. Cool stuff. So, aber egal. Wir packen mal rein und dann bauen wir. Übrigens, die Logik dahinter ist auch extrem gut. Ja, wir müssen erst nach draußen gehen, dem Karl das reinpacken, damit wir anschließend nach drinnen gehen können. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir, wenn wir die Sachen hier abbauen, hier auch Böden hinsetzen können, oder? Nee, das passt nicht ganz. Okay, dann müssen wir hier anscheinend so eine Ecke bauen. Ja gut, passiert. Passiert. So, bauen wir noch einen Boden hin. Mehr können wir nicht. Gut, können wir schon mal aufwerten. Nee, da hätten wir jetzt Pappe und Nägel gebraucht. Ich bin doof. So, eine Pappe finden wir hier in der Nähe. Wie kriegen wir nochmal... ach, die Nägel kriegen wir an der Werkbank, ne? Die wir nicht gebaut haben. Ich bin doof. So, nee. Produktion war's. Ja, da fehlt uns jetzt auch Pappe. Ich bin... Das war doof. Muss man jetzt einfach mal zugeben, dass das sehr dumm war? So, hier liegt doch bestimmt Pappe rum, oder? Oder auch nicht. Da liegt Pappe. Ach, guck mal. Ja, die Creeps lassen wir jetzt gerade mal. Den Respekt lassen wir jetzt mal kurz liegen. Und werden mal kurz hier gucken, dass wir was aufwerten können. Ach, ich verdrück mich immer. So, dann Produktion. Eine Werkbank. So, nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Dann brauchen wir eigentlich nichts, ne? Baumenü verlassen. So, wir brauchen Nägel. Können wir herstellen. Sehr schön. Und dann
Brauchen wir zwei Nägel. Können wir auch herstellen. Und dann können wir aufwerten. Sehr nice. Zerstöre Kameras mit deinen explodierenden Tauben. Oh, okay. Okay, machen wir. So, hier kommt man noch durch, hier kommt man nicht mehr durch. Das ist schade. Ich sollte da eventuell eine Tür reinbauen, glaube ich. Ja. Ich baue hier mal eine Tür rein. Wenn wir die denn noch bauen können. Ich glaube eher nicht, oder? Ah, zumindest den Türrahmen können wir schon mal setzen. So. Zumindest den Türrahmen können wir schon mal setzen. Da sind übrigens die Creeps wieder. So, aber wir wollen jetzt erstmal noch gucken, dass die Base ansatzweise... Also jetzt mal ein bisschen fertig wird hier, komm. Ich glaube, wir brauchen auch wieder Nägel für eine Tür, ne? Ich glaube, für eine Tür brauchten wir Nägel, ja. Nägel, danke. So. Tür. Danke. Ich würde sagen, da bauen wir auch irgendwo eine Tür rein. Wir haben noch eine Pappe. So, da ist aber unser Müllentwerter. Den wir jetzt auch einfach mal zerstören. Und Produktion. Hier wieder aufbauen. Der kommt einfach hier in die Ecke. Wisst ihr, wo er nicht gut stand? Da. So, ich wollte drehen. Sie fragen, wie steht der nochmal richtig rum? So, ne? So, ja. So rum müsste es sein. Oh, wir müssen etwas trinken. Ja, wir müssen Nahrung zu uns nehmen. Ich weiß Bescheid. Wo ist Karl? Karl ist dahinter. Wofür habe ich die Tür gebaut, Karl? Kannst du mir das beantworten? Oh, 8-mal Schrott. Nice. Wir trinken jetzt aber erstmal eine Cola und essen mal hier so einen gammligen Hamburger. Kann man sich mal gönnen. Okay. So. Hätten wir das auch. So, ich muss einmal kurz gucken, ob noch alles läuft. Aber es läuft. Das finde ich gut. So, auf dem Monitor sehe ich das zwar auch, aber immer verzögert. Deswegen gucke ich nochmal nach, ob auch die Aufnahme läuft. Weil das sehe ich zum Beispiel auf dem Monitor nicht. Ist halt problematisch, wenn es nicht läuft. So. Ja, da uns wieder Pappe fehlt. Wir machen erstmal hier die Tür zu. Werden wir jetzt erstmal weitermachen. Wir werden erstmal weitermachen. Wo sind denn hier Kameras, die wir zerstören können? Da. Auf der anderen Seite von allem. Okay. Ich frage mich, ob wir hier irgendwo auch auf die Dächer können. Natürlich werden wir auf dem Weg jede Pappe sammeln, die wir kriegen können. Müssen nur aufpassen, dass die Polizei nicht nah genug dran ist, weil die mag das nicht, wenn wir die Sachen recyceln. Das ist für die ganz schlecht. Da sind wir schon ganz böse Jungs, ich sag's euch. Sachen recyceln so... Nee. Also, nicht in dem Game, hör mal. So, hier ist eine Mautstelle. Ist da eventuell noch eine Feder für uns? Oder ist da einfach wieder nur eine unsichtbare Wand? Okay, es ist ja auch keine Feder. Schade. Aber eventuell... Aber wir nehmen mal die Schuriken. Ja, nicht die ganze Zeit in der Hand, sonst verdrücke ich mich und dann jagen wir hier noch Sachen in der Luft. Wäre jetzt unpraktisch. Aber hier kommen wir doch rüber. Da müssen wir doch irgendwie da drauf kommen, oder? Hier sind... Okay, hier ist eine Leiter. Ah, so ein kleiner Überblick ist immer toll. Kann man mal machen. So, hinter dem Schild ist doch safe auch nichts. Okay. Ah, so, wir müssen jetzt bis zur nächsten Auffahrt laufen. Spannend. So, da ist auch eine Leiter. Ich will mal auf die Dächer hier drauf. Knappes Ding. So, wie kommen wir da drauf am besten?
Wir können vermutlich auch von hier drauf springen, oder? Ich mach's einfach. Ne, das hat wehgetan. War nicht so gut. Das war nicht so gut. Aber irgendwie muss man doch da hochkommen. Da sind ja teilweise Wege, die wir nehmen können. Aber gut, ich weiß es jetzt gerade noch nicht. Oh, hier ist eine Feder. Okay. Okay, ich weiß nicht, was das ist. Wir haben aber die Feder. 17 von 49. Bisschen Karton nehmen wir mit. Cool stuff. Cool stuff. Ich finde das so geil, wie er sagt. So, nehmen wir mit. Dann wollen wir mal zu den Bugs gehen. Können wir mal direkt unsere Schuriken austesten, oder? So. So, wir haben die gekriegt und da ist ein Hotdog-Stand auch noch, der uns zuquatscht, während wir gerade kämpfen. Ist natürlich praktisch. So, 11 von 19 Blaupausen schon. Oh, hier ist noch ein Shop, da können wir doch wieder was kaufen, oder? So, hier können wir was reinlegen. Hier haben wir Flaschenprinzip. Kupferrohre, nee, komm. 10 Dollar. Brauchen wir halt auch alles, ne? Brauchen wir halt auch alles. Gut. 3 Basen haben wir schon. So, da drüben sind noch Bugs. Da wollen wir jetzt auch mal hin. Hallo, Tauben. Zu euch wollten wir jetzt gerade eigentlich nicht hin. So, hier sind auch noch Bugs. Blaupause, Blaupause. Wunderbar. Oder nee. Oh. Kann sein, dass das hier eine Basis ist, eine weitere. Oh, shit. Ah, shit. Ciao. Ciao. So, was gab's denn hier? Ach, das ist die Lichter, die Weihnachtsbeleuchtung, okay. Oh, ich sehe da noch was. Wunderbar. 18 von 49 und die nächste Blaupause sogar auch noch am Start. Ja. Ich würde sagen, so läuft's, ne? So läuft's. So, hier waren wir noch gar nicht so krass, ne? Ja, hier ist auch noch eine Feder. Sehr schön. So, wir können uns ja auch dabei auf den Weg machen zum zur Quest. So, komme ich hier irgendwie hoch? Ne. Wahrscheinlich nur von der anderen Seite dann. Hier sind die Pilze, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Oh. Ah, das ist Keramik. Da kriegen wir jetzt Keramik raus, wenn wir wollen. So, da sind Bugs. Können wir da irgendwie von unten hin oder sind die... Ja, die sind unten, oder? Ja. Ach, das ist wieder das hier. Oh. Oha. Ja, okay. So. Oh, der lebt noch. Ah ne, der lebt noch. So. Kein Problem, mein Freund. Kein Problem. Haben wir gerne gemacht. So, hier waren wir schon öfter, ne? Hier ist aber nichts hinter. Nee. Wäre auch so ein Epic Fail gewesen, wenn ich da was vergessen hätte dahinter. Wenn wir den Typen ja schon 80 Mal gerettet haben. Guck mal, kann er sich direkt nützlich machen und den Bugüberfall verhindern. Sehr schön. So. Ja, hier ist wieder der Clown. Was ist denn hier? Nichts. Außer so ein großer Müllhaufen. Da können wir übrigens Sachen drin finden, aber irgendwie hat sich das bis jetzt nicht wirklich gelohnt,
die Zeit da rein zu investieren, sag ich mal. Deswegen wundert euch nicht, dass ich da nicht so oft rangehe. Ist das wieder nur einer, der Hilfe braucht? Kommen wir da nicht hoch? Ich komme da nicht hoch. Ist das dein Ernst? Oh, ich bin stuck. I'm stuck, Stepbrother. Nein, hoffentlich nicht. So, hier ist auch... Sorry, ich will dich nicht umrennen. Da sind sie. Oh, nee. Nein. So. So. Ciao. Oh. So, haben wir. Ich dachte schon, Alter, wo kommt er denn noch her? Ein improvisierter Kamin. Oh. Ich dachte, das wäre erst einfach nur so eine Glotze. Es ist aber keine Glotze. Es ist einfach ein improvisierter Kamin. So, Karl? Da bist du. Oh, nice. Ja, nice. Ich finde immer noch, die Stimme von ihm klingt echt hart nach... Also so... Gar nicht hart. Hart wäre zu viel gesagt, aber die Stimme klingt dem vom Pokeref, falls jemand den kennt, klingt die eher sehr ähnlich. Finde ich ziemlich lustig, wenn ich ehrlich bin. So. Hier sind noch ein paar Kartons, die wir uns snacken können. So, ja, hat er wieder nicht gefangen? Hat er wieder nicht gefangen? Karl ist so ein bisschen, ne? Er fängt nicht gerne. Und Keramik? Nee, ist nur so eine Schublade. Okay, die einfachen Sachen sind da auch drin. Weiß ich nicht. Ob man das jetzt so machen muss. Ist dahinter auch noch Bugs? Habe ich das richtig? Nee, das war nur das N. So, wir müssen die Kameras zerstören. Die Frage ist, wo sind die? Oh, da kommen wir doch bestimmt hoch. Ach, da! Was? One down, 9 more to go. Wir müssen also ein bisschen höher zielen, okay. Wir müssen ein bisschen höher zielen. Halfway there. Keep it up, pal. Wo sind die nächsten? Über uns noch, oder was? Sind die über uns? Oder unter uns? Ich glaube unter uns. Eine ist noch auf unserer Höhe. Ach, da. So, haben wir auch. Ich glaube, ehrlich gesagt, die anderen sind unter uns oder über uns. Deswegen werden wir mal hingehen. Da werden wir mal den hier machen. Und den hier. Und fast runterfallen, weil wir doof sind. Oder weil ich doof bin. Gut. So, geh da bitte hoch. Geh da bitte hoch. Danke. Vielen Dank, dass du dich dazu bewogen hast, da hochzugehen. Hä? Wo sind die Kameras, die restlichen? Und hier ist jetzt auch... Oh, da ist Karl. Wir müssen mal wieder was essen, ne? Was essen und was trinken. Ja, passt. Dead Pest. So, hier... Ach, hier. Ja, die sind also anscheinend echt unten. So, da oben ist noch eine, ne? Treffen wir die von hier? Ja, treffen wir. Sehr... Was? Ja, okay. Jetzt sag bitte nicht, ich komme hier nicht mehr raus. Oh, nee. Sonst müssen wir hier warten, bis wir verhungert sind, Alter. Das wäre ja... Oh, nein. Woher soll ich denn wissen, dass man da nicht durchs dämliche Dach kommt? Können wir uns selbst umbringen?
Nee. Oh Gott, das ist dumm. Spiel speichern einmal, neuer Speicherplatz. Dann werden wir einmal Spiel laden. Wird jetzt wahrscheinlich nichts bringen, weil ich mittendrin geladen habe. Ich bin doof. Ich muss das am Rand machen. Dann kann es passieren, dass man sich rausglitscht. Dann könnten wir eventuell da rauskommen. Hier wieder die nette Frau Police Officer. Ich sage jetzt einfach wie bei der Bundeswehr, bei den Rängen. Da sagt man nämlich, zumindest zu meiner Zeit sagte man immer Frau Feldwebel, Frau Hauptfeldwebel zum Beispiel. Frau Gefreite, Gefreiter. Wir sind hier drin, ne? Ja, ist natürlich doof. Versuchen wir nochmal hier. Das war ja unser Speicherstand von gerade. Gucken, ob es geht. Also wenn es nicht geht, dann muss ich da ein bisschen rumrennen. Müssen wir verhungern und verdursten. Das ist leider so. Es geht nicht. Ja. Aber ich habe jetzt keine Lust, die ganze Stunde hier neu zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Wo hatten wir denn noch einen Spielstand? Autosave ist aber auch einfach mal eine Viertelstunde weg. Na komm, wir rennen ein bisschen rum und hoffen einfach, dass uns durch Schlagen, durch Rennen uns das Essen schneller ausgeht. Gibt es denn hier keine Option, wo wir uns einfach... Nee. So. Oh, und ich esse gerade auch noch was. Ich esse auf dem Dach noch was. Ich bin so doof. Und wir müssen wieder 10 Kameras übrigens ausschalten. Alles klar. Kann man hier nicht irgendwie raus? Okay, das ist ein Bug. Ist halt ärgerlich. Aber es ist noch Early Access. Deswegen, naja, gut. Ich komme hier wirklich nicht raus, ne? Ich komme hier nicht raus. Es ist, Ich will jetzt aber nicht Autosave oder so laden. Eine Viertelstunde ist einfach schon sehr viel. Wo wir schon wieder einige Sachen machen konnten. Es ist einfach nur dämlich. Ja. Willkommen beim Verhungern-Simulator. Ah, Gott, das ist ein Scheiß-Bug. Komm ich da raus? Lass mich doch raus. Wie sagte der kleine Junge im Bus? Ich muss raus hier. Komm mal her. Können wir auf Karl springen? Nee. Können wir Harry Potter machen? Komm, Karl! Bis zur Unendlichkeit und noch viel, viel weiter. Ja. Ein sehr interessanter Bug. Gucken, ob das hier klappt. Ach. Oh, das ist so dumm. Können wir unseren Hunger und unseren Durst irgendwie beschleunigen mit irgendwas? Nee, können wir nicht. Gut. Ja, das ist spannend. Ah, das nervt mich gerade extrem. Ich guck mal, ich speichere hier nochmal auf Save 4. Dann gucke ich mal, wo wir beim Autosave waren. Warte mal, wo waren wir hier? Ja, Autosave gucken wir mal nach.
Da gucken wir mal nach, wo wir waren. Nee, Leute. Nee. Ja, wir versuchen noch einmal, ob das lädt. Ansonsten würde ich sagen, ist die 15 Minuten Bum Simulator für heute auch wieder durch. Und dann werde ich halt offline nächstes Mal hier so ein bisschen rumrennen, ein bisschen essen und trinken vergeuden, bis wir down sind. Können wir uns hier mit? Wir müssen das mixen, ne? Wir können es nicht mixen. Das Problem ist, wir können uns halt auch nicht selbst töten. Mit den Shuriken. Nee, ich würde sagen, also wenn ihr, wie ihr seht, das Essen und so, das geht gar nicht runter. Ich würde sagen, wir speichern hier nochmal. Und ja. Ein Bug hat dazu geführt, dass wir gleich ein anderes Spiel starten werden. Und dann würde ich auf jeden Fall für YouTube schon mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen.